Ich hatte schon immer eine gewisse Optik, Begeisterung. Ich mag es, wenn man etwas in Bilder fassen kann. Ich fotografiere selber sehr gerne und die Mikroskopie passt da sehr gut dazu. Insofern habe ich mein Hobby zur Profession gemacht. Ich bin Jan Hüsken. Wir entwickeln hochauflösende Mikroskopietechnologie, um in den Lebenswissenschaften tiefere Einblicke zu bekommen. Lebenden Organismen Schritt für Schritt bei ihrer Entwicklung zusehen. Zellen in ihrem dreidimensionalen Kontext erfassen. Jan Hüsken arbeitet an der vordersten Front der Lichtblattmikroskopie und gewährt so Einblicke in die Entstehung von Leben. Ich bin von Haus aus Physiker, aber ich habe eben sehr früh gemerkt, wie wichtig es ist, eben sich auch in die Anwendungen einzuarbeiten und nicht nur Forscher im eigenen Labor zu haben, sondern eben auch diese Brücke zu schlagen, dass das auch immer eine Anwendung findet in den Lebenswissenschaften, in der Medizin und dass das eigentlich der größte Gewinn ist und die beste Belohnung. Jan Hüsken steht für einen Open Science Ansatz und unterstützt Netzwerke zur freien Nutzung modernster Mikroskopietechnik. Das von ihm entwickelte Flamingo-Mikroskop-Konzept ist ein modulares und portables System, das auf unterschiedlichste Experimente angepasst werden kann. Ich sage immer ganz gern, dass wir das Mikroskop um die Probe herum bauen. Das ist das Entscheidende. Nur so gewinnt man dann letztendlich auch ein Instrument, was perfekt zugeschnitten ist auf die Anwendung, was es dann letztendlich dem Nutzer erlaubt, ein Experiment zu machen, was mit einem kommerziellen Gerät praktisch unmöglich wäre. Die Forscher, die dann die Proben in das Mikroskop tun, müssen nicht unbedingt Erfahrung mit Mikroskopie haben, weil das Experiment selber können wir dann auch von hier aus, von Göttingen aus, fernsteuern. Bei der Lichtblattmikroskopie wird die Probe schonend und schnell abgebildet. Biologische Proben wie Fischembryonen können so in drei Dimensionen mit mehreren Farben über einen längeren Entwicklungszeitraum abgebildet werden. Das Prinzip dahinter? Ein Lichtblatt, meist in Form eines Lasers, leuchtet senkrecht in die fluoreszierende Probe. Es bildet eine Lichtscheibe, die nur eine dünne Schicht innerhalb der Probe ausleuchtet. Indem die Probe langsam durch das Lichtblatt bewegt wird, kann Ebene für Ebene abgebildet und die Probe in drei Dimensionen rekonstruiert werden. Mit dem Flamingo haben wir natürlich auch die Möglichkeit, den Zugang zur Mikroskopie weiter zu öffnen, also eine Demokratisierung der Wissenschaft. Das heißt, dass auch kleinere Universitäten oder Forscher, die nicht unbedingt die finanziellen Mittel für ein kommerzielles Gerät haben, mit uns kollaborieren können. Und wenn wir das Projekt toll finden, dann können wir die unterstützen, indem wir die Technologie dann zu ihnen auch ins Labor bringen. In Göttingen wird Jan Hüsken am Exzellenzcluster Multiscale Bioimaging eine wichtige Schlüsselfunktion einnehmen und seine Forschung zur intelligenten und sanften Mikroskopie intensivieren. Die Bedeutung dieser Forschung liegt zunächst mal im Verstehen von der Gehirn- und der Herzfunktion. Und das kann man eigentlich am besten dann tun, wenn man diese gesamten Ebenen der Betrachtung, Moleküle bis hin zum Organ anschaut. Und Jan Hüskens Expertise hilft uns eben auf der Gewebeebene nun noch besser aufzulösen und hinzuschauen. In der Multiskalenbiologie werden Entwicklungsprozesse im Kleinen wie im Großen beobachtet. Damit gelang es Jan Hüsken erstmals, die ersten Herzschläge eines Zebrafisches durch hochauflösende 3D-Aufnahmen abzubilden. Auch für die Herz- und Gehirnentwicklung von Menschen können seine Techniken zentrale Erkenntnisse bringen. Beim Herzen gibt es zum Beispiel auch beim Zebrafisch Modelle, wo man angeborene Herzfehler studieren kann. Und das sind dann teilweise ähnliche Gene wie auch im menschlichen Herzen. Und wir können das also direkt in den ersten Stunden der Entwicklung dann direkt dort live verfolgen und hoffen natürlich, dass das dann auch Aufschlüsse gibt, die dann wichtig sind, um eben auch solche menschlichen Herzdefizite zu verstehen und zu beheben. Ein Brückenschlag zwischen technologischer Entwicklung und biologischen Fragestellungen, auf den er auch am Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften aufbauen möchte. Experimente mit marinen Organismen wie Quallen sind für die Zell- und Entwicklungsbiologie von enormer Bedeutung. Momentan jedoch gibt es keine Mikroskope, die diese Proben abbilden können. Hüskens Ziel? Ein speziell zugeschnittenes Flamingo-Mikroskop zu konstruieren, das eine detaillierte Untersuchung der Proben im Salzwasser erlaubt. Was bei diesem Flamingo-Konzept auch im Vordergrund steht, ist, dass es keine Grenzen mehr gibt, wer welche Technologie sich leisten kann oder wo sie verfügbar ist.
und dass man auch in die ganze Welt im Prinzip mit dieser Technologie gehen kann und damit andere Forscher einladen kann, an diesem Experiment teilzuhaben. Denn ich möchte, dass die Technologie, die wir teuer aufgebaut haben, rund um die Uhr, 24/7 genutzt wird. Und wenn wir sie nicht nutzen, sollten andere Forscher in der Welt eingeladen sein, die Geräte zu nutzen.